So, hallo Gerhard, grüß dich Gott. Wir haben uns heute schon kurz kennengelernt. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen. Vielleicht gar nicht zu deinem Talk, weil der kommt ja erst und da wollen wir noch nichts Geheimnisvolles verraten. Aber vielleicht zu einem Thema, das ich auch die vorherigen Speaker gefragt habe. Wenn alles glatt läuft und du erfolgreich bist und deine Schäfchen quasi im Trockenen hast, was würdest du gerne in 10 Jahren machen? Eigentlich das Gleiche wie jetzt, nur vielleicht, dass man mehr Ressourcen hat, um noch vielleicht größere Ideen umsetzen zu können. Das heißt, du bist am Weg zu deinem Glück eigentlich am richtigen Weg? Würde ich sagen, ja. Also ich habe mir jetzt erst vor 1,5 Jahren selbstständig gemacht und die ersten Jahre sind natürlich noch eher härter. Aber eben, wenn es dann funktioniert, würde ich eigentlich nichts anderes machen. Also sicher nicht dann zum Arbeiten aufhören oder so irgendwas, sondern lieber die nächsten Ideen umsetzen. Das ist immer die große Frage im Moment, die ich immer wieder höre, wenn es ums BGE, also um dieses bedingungslose Grundeinkommen geht, werden die Leute aufhören zum Arbeiten. Du gehörst also sicher nicht zu denen, die aufhören würden, auch wenn sie regelmäßig ein Einkommen hätten, das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Würde ich auf jeden Fall nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ich bin aus der Gastronomie, von einer Gastrokette und da waren doch sehr viele Mitarbeiter, die ein geringeres Einkommen gehabt haben. Da könnte man schon vorstellen, dass diese Menschen dann zum Arbeiten aufhören, weil die dann im Prinzip mehr zur Verfügung haben als jetzt und dann die Freizeit nutzen können. Okay, du kommst aus der Gastronomie, sagst du, was genau hast du da gemacht? Vom Koch bis zum Geschäftsführer einer Kette mit 450 Mitarbeitern österreichweit und... Klassische Gastronomie? In der klassischen Gastronomie begonnen und in der quasi Systemgastronomie, also es waren die österreichischen Mensen, Hochschulverpflegung, dann eben war die letzte Position in der Gastronomie. Ja, da sind wir quasi Kollegen gewesen, ich war 8 Jahre bei McDonald's und war dann längere Zeit auch in diversen Casual Dining Konzepten von Amerika wie Hooters und DJ Fridays beschäftigt, letzthin dann mit Kentucky Fried Chicken, also ein bisschen Systemgastronomie-Erfahrung habe ich auch. Aber was hat dir besonders Spaß gemacht in der Arbeit, in der Gastronomie? Man hat kreativ arbeiten können, vorher noch als Koch, man hat relativ oft oder oft üblich in der Gastronomie einmal jährlich oder alle 2 Jahre die Position gewechselt, auf Saison, im Ausland, mit Do und Co. die Welt kennengelernt. Ja, es gibt, was am Anfang positiv ist, ist dann vielleicht auch 10 Jahre negativ. Also man kann dann auch keine Freizeit planen, man hat kaum Kontakt zu Freunden, die nicht in der Gastronomie sind. Aber ja. Hängt ja an den Arbeitszeiten wahrscheinlich auch ein Stück weit, oder? Natürlich, ja. Also sie sind nicht nur am Wochenende, sondern natürlich auch nicht 8 Stunden am Tag, sondern wahrscheinlich 8,5 Stunden mindestens. Und ja, aber in der Gastronomie arbeitet man, weil man es mit Leidenschaft macht und nicht, weil man jetzt reich davon wird. Also ja, ganz sicher nicht. Wenn du dir überlegst, vor 1,5 Jahren hast du gesagt, hast du dich selbstständig gemacht, bereust du diesen Schritt oder bist du voll happy? Bereue ich nicht, weil ich wollte eigentlich schon während dem Studium mich selbstständig machen und was man vielleicht sicher nicht unterschätzen sollte, wenn man gründet, dass man wirklich 2-3 Jahre investieren muss, bevor man dann wirklich auch vom Unternehmen, das gegründet wurde, auch leben kann. Also man braucht schon einen langen Atem, wie jeder erste Redner gesagt hat. Jetzt ist natürlich unser Thema vielleicht nicht so komplex, aber würde man jetzt ein Projekt machen, wo man 2-3 Jahre programmieren muss, dann schaut das Ganze noch extrem aus. Glaubst du, dass du mit deinem Produkt in Deutschland zum Beispiel schneller erfolgreich sein könntest? Kraftbier ist nur ein Produkt, da werden wir wahrscheinlich in Deutschland weniger Konkurrenz haben, also weniger lokale Konkurrenz, weil in Deutschland nach dem Reinheitsgebot gebraut wird und wir unser Kraftbier doch mit zusätzlichen Zutaten wie Grüntee, Ingwer, Kaffeebohnen versetzen und dadurch kreativere Biere machen können. Und die Nachfrage besteht sicher in Deutschland. Negativ in Deutschland ist das Pfandsystem. Und so hat man als österreichischer Hersteller doch ein bisschen dann ein Problem, den deutschen Markt zu bespielen. Das ist sicher ein Handicap. Was ich eigentlich zuerst abgezielt habe mit der Frage, was du in 10 Jahren magst, ist,
Vielleicht auch ein Stück weit gemeint die persönliche Entwicklung. Möchtest du noch reisen in deinem Leben oder hast du dieses Thema schon abgehakt? Familie, alles erledigt, was man so machen soll als Mann in Österreich? Familie noch nicht erledigt, also das sicher noch, ja. Und Reisen mache ich jetzt auch schon, also bin jetzt 60.000 Kilometer mindestens im Jahr unterwegs. Versuche jetzt mehr mit dem Zug zu fahren und sind aber jetzt nur in Österreich, Deutschland unterwegs. Mit Booster ist doch der Plan, dass man das ein bisschen internationalisiert. Und dann ist die Reisetätigkeit sicher ja, im Vordergrund. Und das haben wir von Do & Co. noch gewöhnt natürlich, dass man da ein bisschen unterwegs ist. Also ich könnte nicht jetzt jeden Tag nur im Büro sitzen. Ja. Und wenn ich mir das so überlege, du bist viel auf Reisen und ich weiß zum Beispiel, der Mateschitz, wie er mit seinem Red Bull angefangen hat, der ist ja auch auf Tournee gewesen, lange Jahre, relativ erfolglos am Anfang, muss man auch dazu sagen. Und was ich ihm hoch anrechne, ist, dass er hartnäckig genug war, um auf den Erfolg zu warten. Ist das ein Vorbild? Ist sicher ein Vorbild, weil er doch eben, wie du gesagt hast, wirklich eine Durststrecke, obwohl es ein Getränk war, gehabt hat. Und ich habe es ja jetzt früher von der Gastronomie noch ein bisschen mitbekommen, was Red Bull gemacht hat, aber er war auch immer den Partnern von früher treu, also die kleinen Lieferanten, die Produzenten, die ihm geholfen haben, weil ich glaube, Spitz hätte am Anfang produzieren sollen, wollte aber nicht, und denen ist er treu gewesen. In diesem Punkt ist er sicher Vorbild, und eigentlich, ich kenne jetzt Mateschitz weniger, und in den Medien gibt es ja auch nicht sehr viel, aber im Grunde ist er eine sympathische Marke und sicher Vorbild, ja. Aber ist natürlich sehr, wie soll man sagen, der Vergleich ist schon sehr schwierig. Vorbilder zu haben ist ja nichts Schlimmes. Also in der Gastronomie war der Howard Schulz immer eines meiner Vorbilder, der diese kleine Kaffeekette da gegründet hat, Starbucks. Ja. Und das habe ich habe das Buch gelesen von ihm, das er da rausgebracht hat, war eine großartige Inspiration. Also man kann sich schon orientieren an erfolgreichen Geschichten. Man muss nicht alle Elemente übernehmen, aber man kann sich orientieren. Ja, also wir haben als Vorbild definiert oder Vorbilder, da gibt es die Wanderbrauer Mikkeler aus Dänemark, die haben auch zu zweit und klein begonnen, so wie wir. Also unsere Rezepte entstehen im Keller zu Hause mit einem 20 Liter Braugerät und auch so haben die begonnen und mittlerweile haben die, glaube ich, 30 Restaurants weltweit und mehrere Stationen, wo sie brauen und doch einen relativ großen Ausstoß. Wenn du sagst, die Testgeräte stehen im Keller, wie darf man sich das vorstellen? Macht ihr euch da, also müsst ihr da auch quantitativ testen oder eher qualitativ? Qualitativ, aber regelmäßig. Also wenn man, also regelmäßig heißt, wenn man Sud machen und man glaubt, dass die Hauptgärung vorbei ist, dass man dann schaut, okay, jeden Tag verkostet, um die optimale Gärungsdauer zu bestimmen, beziehungsweise bei den Kraftbieren kommt auch das Trockenstopfen zum Einsatz. Das heißt, man gibt Hopfen, Pellets oder frischen Hopfen noch während der Gärung dazu. Und je nachdem, wie lange der Hopfen drinnen ist und welche Intensität, kann man sich mit dem Geschmack spielen. Und da muss man natürlich schon einige Versuche machen, die man dann auch kosten muss, aber auch dokumentieren. Und alles rein wissenschaftlich? Rein wissenschaftlich natürlich, ja. Okay, also ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Ich danke für das kurze Interview und wünsche dafür Erfolg noch.